Hallihallo, Hallöle, Grobi hier. So, ihr Lieben, heute haben wir wieder einen Gast dazu bekommen und das ist unser Andrea Dömmler, ja, ist ja egal, auf jeden Fall unser Andy, der immer hier fleißig in den Chat reingeschrieben hat. Der ist heute mal dabei und ich denke mal, dass er Dümmler heißt er genau. Ich denke mal, dass er jetzt öfters mal vertreten ist. Und ja, wie gesagt, mit von der Partie ist unsere Dana, unser David Rostock, schaut doch mal bei Ihnen rein, unser Andy und meiner einer. Ja, und ich hoffe, ihr hört mich gut und ich hoffe, ihr seht mich gut, der ist für euch, dann wollen wir mal sehen. Wir wissen noch nicht, was wir machen, einfach mal rein und überraschen lassen. Ja, weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll, keine Ahnung, ist egal. Dann machen wir mal TS wieder an. Achso, ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen da oben wäre mir recht. Daumen da unten, ihr kennt mich, ein Feedback in die Kommentare. Man kann ja nur besser werden. Dann wollen wir mal. Ja, an. Und da sind wir wieder. Hast noch genug Zeit. So. Wehe, du hast nur Unterhosen an. Wer, ich? Ja. Hallo. Hallöchen. Schon was anderes, ne, wenn man so sieht hier. Ne, ich rede mal so ein bisschen mit dir, so, ja, ganz klar. Also hier bin ich so drin, ne? Ich bin eingerahmt, alles klar. Sehr schick. Ja, ne? Also das kann man doch glatt an der Wand aufhängen, ne? Ja, von mir auf der Schaluppe. Auf der Schaluppe. Alles klar, was haben wir denn noch hier? Ich, wo ist denn mein. Na, wo haben wir das denn hingetan? Da war doch irgendwas. Jetzt fängt er schon wieder mit seinen. Schöne Wunderkerze. Ja, ne? Also kann ich mir was drauf einpillern. Naja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt gehen wir einfach weg und tschüss. So. Verstecken. So. So, da wollen wir uns mal auf das Wesentliche kümmern. Erstmal wieder mal die ganzen Dinger hier voll machen. Diesmal ein bisschen was. Lassen Sie mir hier nur die Würmer übrig, ey. Ach, ist ja, auch noch. Habe ich extra für dich leer gemacht. Ich habe das schon wieder gemerkt, immer. Das Raketen, die könnt ihr euch, weiß ich, wohin schmieren. Die nehme ich auch nie mit. Ja, größte Quatsch, den es gibt. Naja, ach, das freut mich richtig. Das wäre heute echt, das ist geil. Zum Abschluss ist es ja immer ganz lustig, mal ein paar Raketen steigen zu lassen. Ja, da kann man dann nachträglich machen, wenn wir hier wieder angekommen sind oder so. Also da, so. Oh, zwei Stück auf Dings. Wann hat's da letztes Mal intensiv gespielt, Andy? Vor einem halben Jahr vielleicht. Hey, das ist auch wie bei uns recht lange. Wir waren ja auch schon. Tage war ich mal drin, wie das mit dieser Flaschenpost in der Vulkangegend war. Da habe ich mal für ein, zwei Stunden gespielt. Das wissen wir auch noch nicht. Ja, ich glaube, das Event gibt es schon gar nicht mehr. Das war, glaube ich, bloß bis zum 15. August. Ja, ja. Naja, auch dann ist das ja schon erledigt. Der Quatsch. Mal. Die extra die Vulkane für deaktiviert haben. Ja. Ach, die haben die sogar deaktiviert? Ja, ja, haben sie extra deaktiviert, dass du da die Flaschenposten. Ja, sag mal doch mal ehrlich, war das nicht ein bisschen happig, die Dinger? Das war schon übertrieben, was die da gemacht haben. Also bist du auf der Insel gekommen und dann kommst du wieder, dass das Schiff zerstört. Weil die Vulkanausbrüche, die waren ja schon derbe. So. Brett, noch ein Brett, gut. Da haben wir eben kurz die Taschen auf. Aber lustig ist auch, wir haben Galleon's Grave aufgehört und fangen Galleon's Grave wieder an. Was für ein Zufall. Ja, das ist aber auch dann wirklich. Oh, bei Port Merrick ist ein Schnitter unterwegs. Boah. Ansonsten Schnitterei machen. Und wir sind schneller. Und eigentlich greift man eigentlich so eine Galeone eigentlich sehr recht selten an, bin ich der Meinung. Ne? Also wenn sie den Dicken sehen, dann hauen die sowieso ab. Jo. Kriegen sie A1-Hose. Ja, A1-Hose.
Also ich hau lieber mit der Schaluppe immer ab. Ich auch. Ich bin kein guter PvP. Ich auch nicht, aber du hast ja bestimmt mal ab und zu mal meine Solo-Videos gesehen. Ja. Na, da siehst du ja, wie mutig ich immer abhaue, wenn ich einen sehe oder so. oder bete zu Gott, dass mich da keiner sieht oder so. Ach ja? Findest du toll, ja? So haben wir vorbeigerascht, aber. Ey, wirklich, paar Zentimeter an der Nasenspitze. Das war gut. Oder einer kommt noch. Ja, ich sehe. Das ist schön. Dafür sind die Dinger wieder gut. Kommt noch was, oder? Ich muss mal gucken, was ich da jetzt... Ich muss mal gucken. Mal an die Hast du eine Taschenfolge gemacht, oder nicht? Ja. Boah, ey, was war das denn jetzt? Ich bin gleich der ganze Außenposten in die Luft. Okay. Ey, der Witzke, das hört sich an. Ja. Pass auf, ich mach mal Signallicht, dann kannst du mich besser sehen. Ja, die ist ein bisschen tiefer geflogen diesmal, ne? Muss man glaube ich ein bisschen höher. Wow! Die Feder auf meinen Hut, die hat gewackelt. Oi, du hast einen Volltreffer. Ich brenne. Okay, dann wollen wir doch mal so den kleinen Zack machen hier. Hat einen Moment gedauert. Einschießen. Was ist denn das für ein Wasser? Wieso löscht er denn nicht sofort? Das ist Galen's Grave Wasser. Ja, ne? Da ist mehr Öl drin als Wasser. Ja, gleich wieder den Quatsch machen am Anfang. Noch so. So, ich habe einen schönen Hund hier. Verträgt er sich mit meinem Hund? Nö, hat auch einen eigenen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich hab glaube ich gar keinen. Oder doch, ich hab glaube ich einen Affen gehabt, ne? Ne, Vogel, ne, oder? Nein! Vogel hat's gemacht. Posti! Genau. Komm mal her, du, einmal kraulen, ja? Noch. Ja, schon. Super. Ja, dann, warte, ich hol mal eben Don. Hier, das ist die. Hier. Ja, da habe ich gesucht, ja. Okay, ich habe doch keine Tiere gehabt. Ich nehme so einen arisch-deutschen Schäferhund. Was sieht aus? Geil. Vor allem, ich streicheln ja nicht, sondern ich kratze ihn eher mit meinem Beil in der Hand hier. Ich bin hier unten. Hier hinter der Treppe. Anna, hier. Ach, guck mal. Wo ist Anni? Hier, dein Hund. Er hat Sehnsucht nach dir. So, pass auf. Licht ausgemacht hier. Was haben wir denn vor? Eine Kleinigkeit oder so, ne? So nicht so hier auf 5 Stunden oder so. Also, mir ist egal. Ich hab Zeit. Ja, ich eigentlich nicht. Ich muss morgen früh um 5 Uhr wieder raus. Ja, irgendwas Kleines. Ich hab Frühdienst. Irgendwas auf dem Tisch. Bobby. Ja. Danke. Der Hund hat AHA gemacht. Das soll Gassi gehen. So, Missionstisch. Wir sind Seefahrten. Was können wir denn da nehmen? Seemannsgarn. Das ist zu lang, glaube ich, ne? Ja. Entdecke Kampfnächte demnächst verfügbar. Was ist das denn? Die Schlacht um die Sea of Thieves spitzt sich zu. Kämpfe an diesen Wochenenden mit deiner Sanduhr des Schicksals und erhalte jede teilgenommene Fraktionskampf mit Loyalität und Gold. 31. August bis 2. September. Achso. Verdient eine Auszeichnung. Was haben wir denn hier? Seelenorden. Handelsbund. Ja, Handelsbund macht ja nicht jeder gerne, ne? Ja. Neue Seefahrt. Können auch Seelenorden machen, ein paar Skelette verkloppen. Oh nee, nicht schon wieder. Nee, gestern gerade. Mir ist das egal, können wir machen. Okay. So, ich habe jetzt. Ist auch egal. Ich habe bei Seelenorden habe ich 98. Und allerdings. Noch zwei, dann habe ich 100.
Kopfgeld, Geisterschimpfkampf, nee, Petruitata auch nicht. Aufzug, auch nicht, Tutorial, da brauchen wir erst nicht Kopfgeld. Aschgrauer Kopfgeld für eine Skelett-Crew, nee, ne? Oh, mach doch. Dann müssen wir aber dann. Warte mal. Eine aschgraue Kopfgeld für Skelett-Crew. Jag und besiege ein Skelett-Crew auf einer kleinen Insel im tückischen Devil's Roar. Hey, da haben wir wieder gleich wieder Probleme. Aschgrau, aschgrau, alles aschgrau hier. Jag und besiege einen gefährlichen Skelettlord auf einer großen Insel in tückischen Devil's Roar. Warte mal. Entdecken ist ja wieder, ne, suchen und so ein Scheiß, ne? Seemanns Garn. Ecke. Na, machen wir mal Gold suchen, ne? Ja. Warte mal, vergraben. Rätsel? Ne, Rätsel nicht, ne? Schatztresor. Finde drei Teile einer verlorenen Schatzkarte. Und entdecke dann den Schlüssel zu einem uralten Tresor voller Tricks und so. Das war eigentlich auch immer ganz witzig. Ja, dann machen wir das doch mal. Können wir auch machen, so ein Tresor. Finde sechs Teile einer verlorenen Schatzkarte und entdecke den Schlüssel. Aber das ist wieder voll. Das sind vier Uhrzeiten. Was bedeuten denn die Uhrzeiten? Die Zeit. Ja. Das hat man ja gestern auch nicht rausgekriegt. Bei der einen Uhrzeit, da war ganz schnell. Ich glaube, das ist die Länge vor der Mission, wie lange die dauert. Also je mehr Uhren, umso länger dauert es, glaube ich. Also ich habe 4 von 5. Sollen wir das mal wagen? Wenn wir das zeitmäßig nicht schaffen, dann brechen wir das halt ab. Alles klar. Ja. Vielleicht haben wir Glück und das Kreuz ist gleich auf der ersten Karte vom Hungerfilm. Ja, weil dann hat sich das nämlich erledigt. Oder man erkennt es direkt schon. Oh, das wäre mit Kompass. Ja. Cool. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht, weil ich habe nämlich wieder diese Nacht-Aktion gemacht. Jetzt juckt mir auch noch meine Nase. Wartet mal kurz, bitte. Ja, aber die erste Karte müssen wir erstmal so finden. Ach so. Also, und dann kann man ja meistens schon an der Insel erkennen, welche Insel das ist. Ja. Ah, Dana macht das, was wir letztens besprochen haben. Die hat jetzt hier Holz und Obst und Kanonenkugel gekauft. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt los. Jo, Entschuldigung. Passt doch. Wunderbar. Ja, Leute, das ist unser Andy Dümmler. Dümmler oder Dummler? Dummler. Dummler, also ohne Ü. Ja. Genau, ohne Ü. Der gute Mann kommt aus Bayern, sympathisch, direkt sympathisch, Bayern immer gut. Und außer der Fußballverein. Ja, der Fußballverein kotzt mich auch an, da brauchen wir wollen doch nicht über Uli Hoeneß und die ganzen Schwerverbrecher reden. nee, aber sonst bin ich froh, dass er mal bei uns ist, sonst war er immer schön hier im Chat. Ja, da haben wir ihn mit seinem Frosty. Genau. Oh, beschwert sich hier. So, Segel aufs offene Meer zu. Gleich gehen wir unter. Blub, blub. Blub, blub, weg sind wir. Volle Segel hier. Ne? Alles im Wind. Auch so. Warum läuft das hier nicht so, wie ich das möchte? Okay, geht schon runter. Geht schon runter. Geht schon runter, unter. Runter, runter. Unter, unter. Deine Antwort vom letzten Mal, wo ich da diese komischen Figuren unter Wasser da brauchte, hat wirklich geklappt. Sehr gut. Ne, also diese, wie heißen die Dinger da? Vom Walt Disney Kack da. Die. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist wirklich so. Ne? Gestern zum Beispiel haben wir die unverhofft, wo haben wir die gehabt, diese komischen Figuren da von unter Wasser da, die Dinger da, diese. Kraken, nicht Kraken Fall, sondern Cannon Grove.
Kenneth, ja genau. Da waren da sie auf einmal da, ne? Aufgetaucht. Ja, ja. Oh, sind wir ziemlich lang unter Wasser. Ja, wir müssen erstmal über die ganze Map reisen. Oh, da, guck mal. Guck mal, Andy leuchtet hier. Das waren noch Zeiten, wo wir das gemacht haben da. Warum ja, also das erspart einen auch ganz schön viel Zeit, denke ich mal. Ne? Ja, natürlich. Oh. Oh. Ja, pass auf, ich mach das wieder mit den Anker hier. Ihr sagt wann? Ja, ich sehe nur die Insel nicht. Da müsst ihr den Segel ein bisschen höher machen, damit David was sehen kann. Voll. Oder Andy, sag mal Bescheid, das ist mir egal. Denk nach rechts mit dem Boot, weil sonst laufen wir auf. Ja. Du musst nur sagen, wann, ne? Ja, hoch rein den Anker. Alles klar. So, erstmal gucken, welche Insel das ist. Ach, ganz im Westen, alles klar, dann ist das hier. Oh, bin runtergefallen. Au. Oh. Mehrmals Hideaway. Oh, kann man mit leben. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Hm? So ist es. Mission, Kompass. Also irgendwo oben. Bestimmt, ja. Oh, Grubi? Ja, bitte. Hier unten ist eine Meerjungfrau, eine rote. Ja, eine rote ist blöd. Da müssen wir mit drei, vier Mann ran. Ich schaff's alleine nicht. Okay. Und die grüne kannst du mit Schwert und ja, Waffen. Hier haben wir noch mal Kanonenkugel, direkt mal gucken hier. Hier wird er schon. Hier wird der Kompass. Entschuldigung. Kompass wird hier schon sehr, sehr. Ui, hier bei mir. Okay, ich habe erstmal mit Walt Disney zu tun hier. Sehen Sie denn aus? Was sind das denn für Leute? Hey, da ist direkt ein Kapitän dabei. Ob der was zu lachen hat? Nö. Goldbeutel! Die nehmen wir doch glatt mit. Ja, ist ganz einfach. Und zwar... Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber wie heißt sie denn noch? Aber wir haben Glück, das Kreuz ist für mich schon direkt mit drauf. Oh, ist doch fantastisch. Warte mal, den Schatz nehme ich aber noch mit hier von dem Kapitän. Dann da. Nimm hier mal den Schädel. Ja. Ist das Wanders Refuge? Ja. Oh, Phantome. Au. Eieieiei. Oh. Aua. Aua. Das zerrubt sogar eine Galeone. Da, Wanders Refuge, da haben wir es doch schon. Na Don, was machst du hier? Geh mal weg da, du störst mich beim Graben, ey. Ist auch nur 4 Quadranten entfernt in Ost, in östlicher Richtung. Ja. So, da haben wir doch das richtige Fässlein. Wo denn? Nein, bei dem fast nicht. Da fliegt selbst die Galeone bei der Entfernung noch durch die Gegend. Wollen wir die ganz oben oder unten im Keller? Nee, ganz nach oben. Ja, ne? Das ist, wenn dann reißt du sonst nur den Mast. Ja. Jetzt nicht mit der Harpune, ne? Dann war nee. Das für uns. Da, eine Zeit lang ging das ja, ne? Da konnte man ja, ne? Und dann auf einmal. Ja, hast du gedacht, oh, kannst du ja mit der Harpune und dann macht Peng. Aber so was von einem Peng, du. Schön. Ja, gut, dann gehe ich mal nach oben. Ich habe zwar Höhenangst, aber. Wir machen das schon. Anders Refuge.
Wollen wir uns so verlegen, dass die das mit dem Fernglas nicht so sehen? Na. Das wann so, das ist ja, ist ja Richtung Osten, oder? Können wir in die andere Richtung. Ach, jetzt ist auch egal. Sind wir schon so weit rumgedreht. So, Vorsegel kann raus. Jawohl. Jawohl. Aber ein bisschen höher, damit er durchgucken kann, da drunter und drunter drüber und so. Genau. Oh. Ins untere Stockwerk wollte ich nicht. Hinten den können wir ganz runter machen. So, ja, den kann auch. Der mittlere und der vordere immer so ein Stückchen nach oben, damit David dann durchgucken kann. Ja, das kennt er doch. Ja. Sicher, da kriegt er ja. Mach ich selbst bei der Schaluppe, weil wenn du es ganz runter machst, siehst du gar nichts mehr. So ist das, so ist das. Warum? Aber die Gurke hat trotzdem Wendekreis wie so ein Bus, ne? Ja. Das ist für mich dann immer noch das schönste Lied. Da gibt's doch, glaube ich, wie heißt die Insel? Da ist eine Insel mit einem Baum mit ganz vielen Flaschen. Ja, Plunder Valley. Plunder Valley. Da muss man ja auch mit 8 Mann oder 6 Mann hingehen. Und das Lied, was ich gerade abspiele, bei Dämmerung abspielen, dann öffnet sich eine Höhle. Das habe ich bis heute nicht geschafft, Andy. Weil ich keine Leute zusammenkriege. Das Problem ist auch, wenn die anderen Leute machen auch gleich einen kaputt. Eben, eben. Du kriegst die gar nicht so zusammen. Oder du musst halt eine Gilde erstellen. Die haben wir ja, die Gilde. Aber wir haben noch nicht genug Leute dafür. Dann könnte man das eventuell auch noch hinkriegen. Ja, das sind 2x4, ne? Ja, ja. 2 Gallionen und dann passt es. So ist das. So ist das. Haben wir wieder das SOT Gegenwind? Na klar. Ja, natürlich. Ja, ja. Gegenwind, wie immer. Wir haben noch nie was anderes erlebt, dass wir mal irgendwie passend drüber hämmern konnten. Das Lied ist so geil. Ich finde das, vor allem wenn das Chor das singt, ne? Ich habe mir das mal live mal angehört, mal so richtig. Das ist so richtig schön, da kriegst du Gänsehaut. Ja, Dana, auch Bibi in Höschen. Da, 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 da. Ach, der kommt. Gehst du zurück an dein Steuer? Ja, Autopilot ist drin. Ach so. Das ist so geil. Ich wäre jetzt ja nicht mal, wenn sie die Violine mit reinbringen würden. Soll ein weiteres Instrument. Soll doch, glaube ich, kommen, ne? Irgendwas war doch gewesen. Ja, weil in der Legendenhöhle ist sie ja schon zu sehen. Ja. So, mein Köter ist sowas von faul. Der liegt da und pennt. Na gut, der hat auch viel durchgemacht, der Alte. Oh ja. Deswegen kommt er jetzt auf den Grill. Ich will dem Fort ja auch nicht zu nahe kommen, nicht dass wir von denen noch einen auf unsere Mütze kriegen. La 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 la. La 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 la. Geradeaus kommt der Sturm. Na toll. Na, so, gebe dich. Und ich habe unten das Fass liegen, ne? Wir fahren ja Backboard. Dann haben wir ja Bombenstimmung auf dem Schiff. Ja, gut, ein Vorteil haben wir ja. Dann regnet es, dann brennt das Schiff nie ab. Sehr gut. Direkt voraus ist von das Gefühl. Okay. Posti, mach mal Sitz.
Du Hammer, okay, hör mal auf zu tanzen, du kannst doch nicht mehr. Das ist schon außer Atem, ey. Seid ihr noch drin? Ja, wieso? Ich bin rausgeflogen. Echt? Nö, ja, du spielst hier du noch. Du spielst hier noch. Ja, und habe hier mein Desktop-Bild. Da bist du, hast du auch bestimmt irgendwie auf Versehen umgeschaltet irgendwie. Also du bist hier noch. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du Crew verlassen. Ich hab's nicht gemacht, das ist alleine. Ja. Ich komme auf sofort wieder rein. Ja, ja, klar. Was ist das denn hier so hell? Hab ich mir dazu eingestellt oder was ist das hier unten so hell? Nicht, irgendwie haben sie was an den Shadern getan. Nee, da habe ich ja gestern auch schon gesagt gehabt, dass dieser Meerjungfrau Stein, der hat übelst geblendet. Aber auch hier unten hier, sonst war immer stockdunkel, das ist richtig hell hier, ey. Irgendwas haben sie geändert. Ja. Ist aber auch neu, dass hier ein Schiffsraid ist und nebenan ist am Himmel der Skelettkopf. Helligkeit mal auf ja. 30% runterstellen. Normalerweise ist ja immer nur eins, oder? Ja, ja. Da hatten wir ja immer gesucht und gewartet, bis mal eins davon aufleuchtet. Ich sag mal so, Grobi, wenn du die Helligkeit auf 30 machst, dann geht's. Ja, ich lach das jetzt erstmal so. Ich, aber nee, hast ey, recht, hast ey, recht. Warte mal. Blendet es trotzdem. Ja, das ist unheimlich hell. Die haben da irgendwas mit der Lichtspektrum da. Ich hab Lichtspektrum ja. Macht, jemand macht Fort of the Damned. Deswegen ist da der Schädel am Himmel. Ah, okay. Ich hab hier alles auf legendär und mystisch stehen. Boah, das ist richtig hell. Ja, das kann ja, aber die Helligkeit, diesen Regler, den musst du ein bisschen zurücknehmen. Ja, ja. Hellig, ah, da haben wir. Ich habe auf 60%. Ja. Ich habe ihn ja jetzt auf 30 gestellt. Ja, mache ich auch. Ganz brutal. Mache ich auch. Ich habe jetzt auf 30. Farbkontrast auf 50, das geht. Oh ja, das merkt man aber sofort. Ach, unten auch. Siehst du? Ah, jetzt ist es schön. So ist es angenehm. Wunderbar. So kenne ich das. Eine Reflexion verändert. Ja. Solange die da ihr fortmachen können, dass sie uns in Ruhe lassen. Oh ja. Sollen sie kommen. Aber hast du ja gesehen, also bisher haben sie uns ja sehr oft in Ruhe gelassen hier. Ja, weil viele selber noch was erledigen müssen und so, ne? So, nochmal auf die Karte gucken, aber das war glaube ich am hinteren Teil der Insel, ne? Ja. Vorbei vorne. Na, ich hab das Schiff von Flamehart noch gar nicht gesehen. Wo ihr drauf wart. Ja. Wo wir uns das einfach mal gekrallt haben. Das sag ich. Wo wieder dauert noch. Ja, jetzt hab ich den in der Hand. Sag nur wann. Oder eigentlich können wir auch hier vorne an den Strand gehen, ist ja völlig wurscht. Machen wir das vordere Segel hoch. Ja. Sag wann, ne? Denk dran. Ja. Noch so ein Stücke weit weg. Das mittlere auch hoch, oder? Ja, das kann jetzt auch weg. Au! Ui, das war knapp. Ach, hier vorne waren Kanonier, ne? Also ja, hier oben am dem hole ich mir gleich. Hau raus, ihn Anker. Pass auf, Freundchen, du hast das letzte Mal. Hier ist schön tief. Den hole ich mir jetzt. Warte mal ab, du. Wenn du da oben bist, ne? Zahnstocher. Ist das erst okay? Guck mal, dass ich raus bin. Ja. Jetzt verwahr mal die Kugeln, ich bin ja schon da. Der ist ja gar nicht mehr da, der doof. Ja. Oh, aber dafür kommen gleich die andere. Oh! Weil das ist ja jetzt auf dem Headmark. Also hier so ein. Hast du den jetzt erwischt oder was? Ja. Jetzt weil den Schuss hat getroffen. Ach, das ist ja doch einer. Das ist ja auch irgendwie neu, dass man einen Headmark bekommt. Okay. So, Karte. Auf jeden Fall noch über den Tunnel hinaus. In der Mitte. Ach, warum nehme ich denn jetzt den Kompass in der Hand? Was? Da haben die Karte, wir haben das Kreuz schon drauf, ein Teil vom Kreuz. Ja, ich weiß, aber ich mach's gern mit Kompass hier.
Der Kompass würde dir das nicht sagen. Hä? Oh. Au. Ne. Aua, hallo? Weil das nicht die Insel ist, wo wir das nächste Stück bekommen. Das ist jetzt hier so ein bisschen Rätselraten. Oi, oi, hier wackelt der aber. Innenseite und dann hier unten wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal, was wir haben hier. Guck mal. Ding. Vom wegen, das funktioniert nicht. Das war aber Glück, das hier. Nicht Glück, Junge, das war überlegen. Das war logisch, das war Wessi-Kopf und so. Ja, dann war Glück, dass es auf der Insel noch einen Teil davon gibt. Irgendwie habe ich das doch irgendwie, habe ich das im Blut gehabt. Weißt du, Urin, ja, ja. Junge. Oh, da hinten ist Geisterschiff. Ja, also, wenn man ist, ja, ja, kommt zu Onkel Grobi, der sagt euch, wie das hier läuft im Leben. Quatsch ist nur auf das Wort. King Kong, Maka, Star. Da macht mir auch keiner was nach. Die Kuh ist voll, wieso ist die Kuh voll? Schiebt ab hier, ich bin in der Dose. So, siehst du, jetzt zeigt er mir wieder was ganz anderes an. Ich muss rüber zur anderen Insel schwimmen. Was haben wir denn da? Hier mit der Rater, da? Alles klar. Warten geschlossen, erledigt. Was? Ja. Hast du da schon nichts gefunden? Das war's? Ja. Natürlich wieder hier bis nach Chinatown eingebuddelt. Ups. Ich habe die Kohle. Auf Krakens voll müssen wir fahren, na toll. Ist nicht hier auch diese geheime Höhle? Ja. Ja, da müsst ihr die doch, ja, hier stimmt, sein. Ja, wartet mal. Ich meine, ja, hier ist er doch. Oh, guck mal da, eine Flasche. Also, ich bin hier in der Höhle drin. Ja. Ich guck ja mal eben, ich guck. Hallihallo. Alles im Blut. Was war das? Ey, guck mal. Ey, mein Hut ist in Schallgeschwindigkeit an mir vorbeigerannt, du. Ist ja, was, ey, hier unten in der Höhle, das hört sich so, dritte Weltkrieg. Aber sowas von laut. Ich habe ein paar Skelette mit Sprengfass in die Luft gejagt. Wow, ey. Der Hund, der ist gar nicht aufgehalten. Der konnte gar nicht aufhalten. Der ist so da und los. Ich habe mich aber auch selber erschrocken, ey. Weil hier unten hört sich das so brutal an. Platz nehmen, Hocker aufnehmen. Will ich aber nicht. Was haben wir denn hier? Okay. Bin ich am Eingang vorbeigelaufen? Auch bin ich. Was haben wir denn hier? Oder? Der war doch hier irgendwo vorne gewesen, versteckt, ne? Was denn? Hier. Ja, bin doch vorbeigelaufen an dem Schlitz. Ah ja. Ey, was haben wir denn hier für einen Medaille? Untersuchen. Eine Rune eingraviert. Eins ist ja in der Legendenhöhle, ne? Was? Hier so eine Rune, so eine halbe Münze. Oh. So, komm mal her, David. Hier bin ich. Ja, ich bin schon, angeflitzt. Da, guck mal, hier auf dem Felsen drauf. Siehst du das? Ja. Und das zweite Teil hängt in der Legendehöhle. Ja, müssen wir da gleich mal dann vorbei. Ja, aber kannst du ja nicht annehmen. Das muss ja, das ist bestimmt wieder ein Auftrag oder so, was wir da, ja, nehmen müssen. Ne? In der Legendenhöhle auf der einen Brücke sitzen auch zwei so Leute, aber auf diese Brücke kommt man gar nicht hin. Oder so. Ja, ja, ich hab, pass auf, ich war letztens da war einer gewesen, der hat mich mitgenommen, der hat mich reingezogen. Und, aber ich bin der Meinung, das war ein Hacker. Ich habe das auf Video aufgenommen, das möchte ich auch irgendwann mal auf YouTube reinsetzen. Ja. Der hat da irgendwas gemacht, der sagt, da wolltest du auch? Ich sagte nein, weil ich habe Angst gehabt, ich habe gedacht, der hätte gehackt oder so. Kann ja sein, dass er gehackt hat. Und dann hat er sich, da waren die Geister alle hingestellt, die haben alle denen da so ein Ständchen gebracht, so, dann wurde der selber zum Geist. Was, okay, danach, was danach passiert ist, weiß ich nicht, weil ich habe ein bisschen Angst bekommen und bin dann abgehauen, weil ich habe gedacht, naja,
da der jetzt kontrolliert wird, der Server hier, mit Hacken und so weiter, habe ich mir gedacht, hau besser ab, geh ganz raus aus dem Spiel. Dann bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Aber ich habe diesen Namen und ich habe einen Teil aufgenommen, wie ich da reingekommen bin. Der hat einfach die Tür aufgemacht und hat mich was gefragt und dann war ich drinne. Man weiß ja heutzutage nicht, ne, wer da... Das wäre mir zu schade, weil ich bin schon mal bei Steam gesperrt worden, bei Call of Duty Black Ops. Und man hat mir dann gesagt, ich hätte da gescheatet. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe mich gar nicht gesehen, ne? Dass ich da aber hinterher hat man rausgestellt, dass das durch die neue Grafikkarte, die ich eingebaut habe, dass dies als Cheat angesehen wurde. Aber man und es nicht mehr zurücknehmen konnte. Da habe ich gesagt, könnt mir am Arsch lecken, dann wurde ich ein bisschen laut und dann Arsch lecken. Wo hat man denn jetzt wieder geparkt gehabt? Hier hinten, glaube ich, ne? Da. Was liegt denn hier? Warte mal, hier liegt da auch noch ein Parkhaus, ne? Man weiß immer nicht, wo man geparkt hat. Ja, kommst von der Arbeit, möchtest ein bisschen Black Ops spielen? Sie haben gescheatet, sie sind gesperrt. Ja, hä? Ich dann geguckt, den sogar... Ich habe denen sogar geschrieben, die können sogar in meinen Rechner reingehen und nachschauen, wo der Cheat-Programm ist und hast nicht gesehen. Das, man kann es ja nachforschen. Aber keine Antwort. Dann hieß es dann, es ist festgestellt worden, da ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe, wurde dies als Cheat festgestellt, aber man könnte es nicht mehr zurücknehmen. Ja. 65 Euro für nichts und wieder nichts bezahlt. Was los dann? Geht gar nicht mehr, oder? Nee. Oh. Na, ist immer noch drauf. Schreibt mal die Gruß belegt. Leute, wenn ihr wisst, was man da dagegen tun könnt, schreibt das mal in den Chat rein. Oder in die Kommentare. Oh, jetzt. Ja, das weil ist Dana, weil ich gesagt habe, ey, komm, jetzt darfst du und so. Wie war nicht irgendwie, wenn man irgendwie 11 Minuten warten und was? Ach ja, wenn man raus. Ja. Aber du bist ja rausgeflogen. Ja. Hab nichts wirklich nichts gemacht. Vielleicht deswegen, weil du nichts gemacht hast. Wir müssen dann einfach in Osten fahren, einfach gerade drüber von der Insel hier. Ja, da ist gerade schlechter als richtig Unwetter. Das liebt ja Grobi so. Ja, wir lieber hier Backboot, seid ich. Sag mal, was habt ihr denn da für ein Ruderboot hängen? Da ist doch nichts drin. Das Ruderboot, was ich hab, da sind jede Menge. Kanonenkugel und so drin, ne? Müssen eh noch auf da halten. Ja, bist du, dann schmeißen wir uns doch mal hier raus. Zack. Port Maverick. Und dann fahren wir nach Port Maverick. So. Jawohl, so gehört sich das. Ja, danke schön. Guck mal, ich laufe jetzt noch mal ein bisschen so lange, wie Dana fertig ist, an der Insel rum. Vielleicht kriegen wir wieder echtes Geld. Ja. Gestern haben wir Glück gehabt. Kiste mit Holz, 17 Stück, wunderbar. Einmal bitte... Ah, warte mal, vielleicht finde ich ja noch ein paar Fässer, wo ich dann ein bisschen füllen kann. Aber wir haben genug Holz, ne? Ja, ich habe noch eine Kiste gekauft. Ja, hier liegt noch eins, könnt ihr mit der Harpune reinholen. Gestern auch, Andy, bin ich ein bisschen so in der Insel rum, auf einmal habe ich diesen goldenen Skelett erwischt. Ah ja. Der das echte Geld bringt. Damals? Habe ich bis jetzt auch bloß einmal. Ich habe öfters schon. Ja, Kobi hat immer zu. Ja, nein, das ist ganz einfach zu erklären. Bleibt mal so für eine 10 Minuten, 20 Minuten auf einer Insel, lauft ein bisschen rum, irgendwann plötzlich kommt das Dingen. Kobi? Ja. Was hab ich erzählt? Keine Ahnung. Ich manchmal schon eine halbe Stunde drauf war und ist nichts passiert. Das liegt daran. Ja, ja. Siehst du jetzt? Sag ich jetzt nichts zu. Weil das nennt man Angst. So. Hui. Da unten leuchtet was. Das ist gut. Oh. Ach, guck mal da. Wollt ihr das nächste Mal wieder dabei hier? Ja, kommen sie schon wieder, diese Idioten. Ich hab noch eine Kiste gefunden. Nachdem ich über die halbe Insel geflogen bin. Was ist das, ne?
Ist das nicht geregelt hier? Komm, zack, hier. Wunderbar. Ja. Weißt du, was fies ist? Was? Wenn du einen Schluck aufhast und plötzlich das Säuerliche hochkommt. Ja. Und nochmal das Mittagessen drauf, Chris. Was gab's denn Schönes? Heute gab es... Maus, was gab's heute? Wie war das? Muss ich! Ich hab auf den Satz gesagt, wartet. Was war das? Portugiesischen Gulasch. Ja? Mit was? Bohnen. Bohnengulasch mit langen Bohnen und jetzt hat mich eine Schlange erwischt. Gulasch mit also, Bohnen. Also im Endeffekt Hundefutter. Pass auf, ich sag, Pina, weißt du, was der David sagt? Also Endeffekt Hundefutter. Alles klar, weiß Bescheid, ne? Na, was hat Dika? Ja, du hast nichts zu lachen, das sag ich dir. Da bestimmt Schappi drauf. Ja, der sagt, du hättest da... Portugiesisches Schappi. Du hast portugiesischen Schappi gemacht, hat er gesagt, Schatz. Dein Arschloch, ne? Ja, warte mal. Ist sehr mutig, weißt du? Was ist 7 Stunden weit entfernt, aber große Presse dann hier, weißt du? Ah, da, Freundchen. Ja, aber das Internet macht's möglich, ne? Wie, fahrt ihr schon weg? Ja, fahrt mal. Ja, das Segel war da draußen gewesen. Wir driften gerade so ein bisschen nach vorne. Ja, fahrt mal. Ich kriege euch. Wahrlich, ich kriege euch. Eins sage ich euch. Ja, so. Goodbye, my love, goodbye. Ja, die geht unter. Nein. Ich habe so ein kleines Holzruderboot, das ist besser, damit komme ich nur an. Warum glänzt es da noch? Dein Don noch Schabi geben kannst. Warte mal, hier glänzt dann noch einiges. Was haben wir denn hier? Versilberte Tasse. War da noch was hier am Glänzen war? Kokosnuss. Kokosnuss glänzt? Nee, ich hab hier. Schanz hier eine Kokosnuss gefunden. Ruhe der Seefahrer habe ich hier noch gefunden. Da lege ich mal alles hin für die Nachwelt. Du kannst doch mitbringen, wir sind ja noch an der Insel. Ja, was denn jetzt? Wir sind noch nicht weit gefahren. Wir sind nur ein Stück vorgefahren. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie rum. Ach, da. Also noch mehr, Grobi? Soll ich da helfen oder geht's? Das geht schon. Also ich habe die Tour mitgenommen. Da ist zwar noch eine versilberte Tasse da, aber die... bringt wahrscheinlich nichts. Aber dann gucken wir jetzt gleich noch mal in der Legendenhöhle da hinten. Ja, die kannst du auch nur antippen. Das habe ich letztens auch gemacht. Die liegt aber ja, schon sehr lange. Vielleicht muss man ja beide Dinge antitschen, um wieder irgendeine Belobigung zu bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil da muss bestimmt ein Auftrag gemacht werden irgendwie. Was war das? Halt doch mal stehen. Ja komm, dann hau rein da. Oh Gott. Ah, toll. Und ich bleib... Oh, da wollte gerade sagen. Und ich bleib jetzt hier wieder, ja? Kann ich runter machen? Ja, kann losgehen. Steht da eine Galle? Nee, das sieht auch so aus. Das ist der Turm. Achso. Du meinst jetzt hier, ne? Geradeaus ist hier Steuerbord, ne? Fort Lauderdale. Das ist der Turm links und der große Turm rechts. Junge. Oh, wir haben mal Wind in den Segeln. Echt jetzt? Ja. Aber ich habe noch keine Musik gehört. Nee, das stimmt. Ein Segel stimmte noch nicht. Ach so, was achte. Das ist die Musik, die ich hören will. Die können wir dann da eigentlich anlegen, dann, ne? An den komischen. So. Können hier vorne direkt an den Steg ran. Dann machen wir dann auch. Mann, ist hier wieder Seegang mit mir ein schlecht. Ich kotze auch gleich. Ja, du springst gleich hoch da. Ui. Ja. Deine Angel reicht bald nicht mehr. Ui. Da angelt der Megalodon.
Das wäre ein Ding immer. Fand ich ja so witzig, wo CFCs anfing in der Beta-Phase und dann die gesagt haben, dass VR werden sie nicht mit reinnehmen, weil die ja, Spieleentwickler schlecht geworden ist bei dem Fahren. Ja klar. Was interessiert mich das, ob denen schlecht wird? Wenn ich das in VR haben könnte, dann will ich das auch in VR haben. Ich weiß das erste Mal, wie ich in so ein Ding reingeguckt habe. Aber oh, Segel weg, wir gehen hier um mit Backbord. Ja. Backbord werden wir nicht mehr schaffen, das ist schnell. Geht's schneller. Naja, wir fahren eine Pier weiter. Hier vorne kriegen wir nicht mehr, dazu sind wir zu schnell. Achso, hier ist ja auch wieder dieser Kran, ne? Ja. Sind wir mit denen? Sag wann. Sag wann. Sag wann. Wirst du mitkriegen, wenn wir da sind? Das denke ich mal. Jetzt. Das ist immer wieder das Gleiche mit dem Kerl, ne? Immer wieder auch das Bude, Gleiche. Das war ich auch grob, ich hasse den Kerl, ne? Es ist so ein... Boah, ich mit dazu gewirkt. Stundenlang mit wachsender Begeisterung könnte ich den so in die Schnauze hauen, ne? Hallo? Nix hallo. Ist doch meine Galle. Ja, trotzdem, das muss ja nicht mal sein, ne? Kleinen Kratzer da an der Seite. Kleinen Kratzer, ist doch ekelhaft, das sieht doch scheiße aus. Hä? Nee, sieht verbraucht aus. Ich? Wir laufen gerade mal wieder vom Schiff, des Ungeziefer. Ja, da hast du auch wieder recht. So, wo kann man den ganzen Schiff? Hier, bei der geschminkten Oma hier. Gehst du mal weg, lass mich da erstmal zuerst abgeben da. Wow. Jetzt. Hast du vorher alles rausgeholt da? Nö, die nimmt doch alles. Ja, die nimmt alles. Ah, okay. Die alte Oma, die nimmt alles. Die nimmt alles. Hey, was ist das denn? Oma, die Oma nimmt alles, aber die nimmt das, was sie mal links. Hier, mit so einer Perücke hier. Die nimmt das, was sie kriegen kann, Oma. Ist das den Griff des Todes ersetzen? Hä? Ach, jetzt haben wir den Schlüssel vor der Schatzkammer mitverkauft. So. Ja, auch nicht schlimm. Ich bring ihn um, ich bring ihn um, ich bring einfach um, ich meine alle. Ich kann nicht mehr weiter mit. Wir wollten ja eh in die Legendenhöhle rein. Ich bring ihn einfach um, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin weißt du, immer der gleiche Mist mit dem Kerl, ne? Also ehrlich. Außerdem, mein lieber Freund, kommt sie hier auf dieser Insel auf keine Legendenhöhle rein. Wie hier das? Ne, hab ich schon geguckt. Ich hab schon mal nachgeguckt. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo die Legendenhöhle ist. Ja. Handy, andersrum. Oder die Taverne müsste doch auch so einen Eingang haben. Die Insel ist einfach zu groß. Ja, das ist unnormal. Hier, oder? Hier ist die Taverne. Ja. Was hast du gesagt? Wo ist der jetzt schon wieder hin? Hier in der Taverne. Ja, aber hier kannst du nirgendwo. Wo ist denn mein Musikstück-Ding hier? So, wo ist er denn, der Schwachkopf? Ne. Nicht, dass es hier irgendwo. Nee, ich glaube nicht, dass du hier auf dieser. So, ne. Ne, hab ich auch gedacht. Hier geht's noch im Keller. Okay, da war ich noch nicht gewesen, oder? Mach mal hier auf der Tribüne. Ja, ja. Nee. Ist hier denn auch doof, ne? Ja, hier ist die Markierung. Oh. Wahrscheinlich ist es dann hier. Oh, hier schaut Steine so aus. Ja, tatsächlich. Jawohl! Ja, also geht's das Tor. Ja, geht's auch. Muss nur finden. Ja, wer kann ja mit Rechner dann so weit ist hier von denen? So, können doch jetzt selber Musik machen. So. Oh, da
das ist aber endlich mal hier was Neues hier. Ein bisschen anders aus, ja. Bisschen ist gut, das ist aber vollkommen anders. Und ob hier ist denn wieder ein Pop ist, oder was? Was ist das dann hier? Was haben wir denn hier? Oh! Na, ab hier ist... Ne, geht noch tiefer. Geht noch tiefer. Hallo, erst einmal, ich wusste nicht, ob Sie schon wussten, es geht hier tiefer. Weil irgendwo muss ja das Portal kommen, da ist es doch. Aber das hat sich nicht geändert, ne? Ne. Das war mir klar. Gott, ist das eine faule Rare. Geil wäre es ja, wenn sie es endlich mal so machen würden, dass du so in die Legendenhöhle reinfahren kannst, so wie sie es mal gesagt haben. Jetzt haben die doch mal gesagt, dass wir dann, dass die extra so eine Höhle machen wollten, für, wo du mit Schiff reinfahren kannst. Nur für Legenden. Nur für Legenden. Dass du da in Ruhe deinen ganzen Krams abgeben willst. So ist das. So, gibt's hier irgendwas Neues? Nö. So, pass auf, wenn du jetzt reinkommst, direkt rechts auf der Bank. Nee, hier. Du musst da die Treppe hoch. Und jetzt hier rechts, hier liegt das Teil. So. Teil 5 steht drauf. Das ist aber alles. Ja. So, und also da muss man noch mehr Teile finden. Pass auf, und hier bin ich gewesen. Komm, Mensch, geh weg da. So. Oh, komm her. Da bin ich drinne gewesen, da wo der jetzt ist hier. Ja. Weil wenn du jetzt runter gehst zum Schiff, dann kommst du auf diese komische Plattform, die der Andy gemeint hat. Hier, kannst du durchgucken. Der ist hier irgendwo hingegangen, an so eine Truhe, hat da irgendwas gemacht, dann geht er zur Tür und macht die Tür auf und drinne war er. Und ich konnte mit rein. Und da habe ich doch ein bisschen Schiss gekriegt. Die legendäre, weiterlesen, fortfahren. Ah, habe ich ja schon gemacht, alles. Man konnte sich auch ein bisschen hochglitschen eigentlich, ne? Der Jet, der. Ah, das hatte ich noch nicht, habe Belohnung bekommen. Ja, siehste. Er hat hast du auch schon mal hier mit den Kollegen hier unterhalten, mit dem Blind Bob? Ja. Okay. Na komm, dann gehen wir mal hier weiter gucken. Also wie gesagt, Sea of Thieves. Taverne und dann linke Seite. Sea of Thieves ist für mich immer noch das Beste. Weil hier oben stehen ja die zwei. Ja, genau. Schiff. Oben auf der Plattform da, ne? Ja. Da war ich drauf. Da habe ich mich hingesetzt und geguckt, was der da macht. Und die kamen dann, da kamen sämtliche Geister, die was zu sagen hatten, um den rum und haben den quasi beschwört. Da wurde er selber daher zum Geist. Was danach ist, weiß ich nicht. Da bin ich abgehauen, weil ich da auch ein bisschen Schiss bekommen habe. So kommt man gar nicht jetzt hin, oder? Du kommst da, du musst irgendwas machen, um da rein, durch die Tür zu kommen. Der sagte mir irgendwas, ich muss da nochmal nachschauen, was er genau gesagt hat bei mir. Aber ich hab's euch ja mal zugeschickt gehabt, ne, David? Jo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das einfach so auf YouTube setzen soll. Das ist mir ein bisschen zu suspekt. Ja, wie gesagt, er guckte mich an, sagte zu mir, hast du Bock? Also auf Englisch, da ich ja kein Englisch kann, stand ich erstmal wie Pütchenblöd da. Ja, und ich sagte no und ja, komm hier, dann macht er die Tür auf, ich bin rein. Dann hat er sich nochmal auf so eine Truhe da hingestellt, da noch was gemacht, hat er irgendwas einkassiert und dann kamen die ganzen Geister. Alle, was ist denn los, Don? Was bist du denn am Heulen? Was denn, was hast du? Ich schmeiß weg das Thema. Ja, und dann wurde er selber zum Geist und mehr kann ich leider nichts dazu sagen. Aber vielleicht weiß ja der Chat, was man da machen kann. Ich laber hier über Chat, aber ist gar keiner da. Das ist wahrscheinlich egal. Das ist mir egal. Irgendwann mal guckt sich das ein. Ja, meine ich doch in die Kommentare. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also hier gibt es auch eine Legendenhöhle. Ja gut, das Thema, das habe ich aber nicht gewusst, ne? Also ja, im Endeffekt hat sich ja die Insel ja nur ein bisschen vergrößert. Ich finde es gut. Unübersichtlicher. So, ja, die hat sich so dass man dann viele Gänge und Wege und kann sich Plätze nur verlaufen, ne? Ich weiß auch nicht, was das bringen soll, dass das so riesig ist. Das ist ja aber das war ja diese Wandlung, ne? Da das, war das ja, ja so interessant. Das ist ja das, was wir verpasst haben, weil wir ja nicht mehr so oft drauf waren. Wir haben einiges verpasst.
Ja, wir haben ja gesehen, dass hier so langsam was gebaut wird, ne? Ja, aber genau. Die komplette Wandlung haben wir nicht mitgekriegt. Genau, so ist es. Ach, da hinten steht das Schiff. Ja. Guck mal, ich hab rote Karte. Okay. Ja, die müsste ich da eigentlich auch haben. Die habe ich mir doch geholt. Oder? Das ist viel zu riesig alles hier. Unübersichtlich einfach. Warum ist denn das Schiff so nass? Ein leichtes Leck. Ach, nö, hier unten ist alles trocken. Von mir oben das Deck spiegelt so, als geregnet hätte. Ja, ja, hier wird bei mir auch hier. Ich sehe das hier auch. Das stimmt. Einzelne Bretter sind nass. Da wild. Hast du ja Pipi gemacht, ja? Naja, Don bestimmt den Fisch. Ja, Don war gar nicht auf dem Schiff, wo das jetzt eckt. Der war da hinten irgendwo, ja, Freundchen. Das sagst du jetzt so. Ja, ja, nix sag ich so, dass der Don. Ich hab hier Zeugen, Junge. Die sind immer noch an ihren Fort dran. Der Schädel ist immer noch da. Ja, ja. Oh ja. Mahlzeit. Da oben aus dem Turm rausge. Ja. Oh, warte mal, wir haben noch was vergessen. Ach so, ist Fass oben. Sprengung. Nein. Das dicke Fass, das gibt nämlich auch ganz schön Geld. Was war das? Da hat einer meinen Hund weggeschossen. Fliegender Hund. Ach ja? Wenn das WWF-Club sieht, ne, dann kriegst du aber noch die Fresse. Die sagen lecker. Lebt sich. Uiuiuiui. Ihr Quäler. Und im Brötchen fliegender Hotdog. Ja. Ja, und hat er nichts getan, Freundchen. Oh ja, 3.500. Ja, habt ihr erstmal, Junge! Schnäppchen. Mein Fahrstuhl. Jetzt, wo man 4 Millionen hat, ne? 4 Millionen, wer gibt sich denn mit 4 Millionen? Hab hier 6,188, Junge. Und dann sagst du zu mir Geizkragen. Ich hab war fleißig. Ich war jeden Abend war ich fleißig. Aua. Wir noch so. Ja. Das gibt Hausverbot, ne? Ja, was machen wir denn jetzt? Schluss oder machen wir erstmal jetzt wieder Schluss jetzt, ne? Ja. Geht ja nicht anders. Wie viel haben wir überhaupt? Oh ja. 17. Ja. Ja, ihr Lieben, dann wartet mal wieder. Ja, ein Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben wäre mir recht. Daumen nach unten. Ihr kennt mich. Ein Feedback in die Kommentare. Man kann nur besser werden. Schön, dass Andy heute dabei war. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Nö, nee, war nicht das letzte Mal. Das freut mich. Ich hoffe, dein erster Eindruck ist positiv. Ja? Ja, das freut mich. Alles klar. Dann, wie gesagt, schönen Abend wünsche ich euch und morgen ist wieder Montag. Leider. Leider. Alles klar dann. Bye, bye. Bis demnächst. Ciao.